Also los geht's mit Pole Push. Ich werde euch dann ein bisschen zeigen, wie ihr das anfassen müsst. Der Raffi weiß eh Bescheid. Jeder nimmt einen Tau. Am besten mit dem Zugarm. Und wichtig ist, der Arm, der im Seil ist, der muss gestreckt sein. Ihr könnt hier auch nicht durchgreifen. Genau. Geht's bei euch? Ja, ein bisschen Platz. Ihr müsst euch schauen, ja, genau, nicht, dass ihr euch gegenseitig da einzwickt. Also wie es euch. Okay. In der Mitte sind wir. Seid ihr soweit? Spannung. Fertig! So, und auf geht's. Und diese vier Füße, die Kandidaten haben, die helfen nämlich, die geben Halt. Stark von Evil Jared und Lennart. Die pressen mal eben den German Godzilla hier aus dem Quadrat. Das ist ein erster guter Durchgang gewesen für euch. Gratulation. Mein Tipp, teilt euch die Kräfte ein. Und wir sehen schon, das Problem für Raphael ist der Halt. Der rutscht hier weg auf dem relativ glatten Untergrund. Genau die Mitte über die Linie. Seid soweit. Spannung. Wenn Sie noch einen Durchgang gewinnen, gewinnen Sie Pole Push. Und jetzt wird versucht, natürlich auch Raphael, Alter, der natürlich Wettkampferfahrung hat. Aber der kommt nicht dagegen an. Oh. Sie pressen ihn raus. Jetzt geht er rum. Er kann natürlich im Kreis gehen. Das ist erlaubt. Er darf nur nicht das Quadrat verlassen. Und Raphael hat natürlich die Erfahrung. Er ist raus. Der German Godzilla ist geschlagen hier bei Pole Push. 2:0. 2:0. Und damit haben wir eine Entscheidung im Pole Push. Wir sehen noch mal. Gefightet bis zum Schluss. Es ist der Untergrund auch ein bisschen wahrscheinlich, ne? Absolut kein Grip hier. Absolut kein Grip hier, aber Wahnsinn, wie du da bei dem zweiten Ding nochmal dagegen gehalten hast. Leck mich am Arsch. Na ja. Wirklich, also unfassbare Leistung. Aber auch von euch beiden, man ist außer Atem. Ja. Wie geht's bei dir? Man ist warm. Ich habe extra versucht, weil alles geht's nicht. Alter, das geht's nicht. Was sagst du? Ja, ich meine, es kommt immer darauf an, wie viel Grip man am Boden kommt. Das ist wie bei einem Auto, das viel PS hat und kein Grip am Boden kommt. Und da hilft die ganze Kraft nichts. PS auf die Straße kriegen, das ist eine gute Überleitung, denn jetzt geht's raus. Und zwar zum Truck Pull. Paulina, Matthias, komm gerne mit, wir gehen raus. Jetzt geht's nämlich nach draußen. Einmal folgen bitte. Jetzt geht's hier hinter die Haupttribüne, einmal links. Durch den Ausgang. Das machst du gut, Michi, rückwärts laufen. Wirklich. Der Michi läuft ganz toll rückwärts. Der Eike macht das nie so gut. Das ist der andere Kameramann übrigens. So, da sind wir. Einmal kurz hier alle zu mir kommen, bitte. Die Beginner auf die rechte Seite. Also du gerne darüber. Du hältst dich schon für den Gewinner. Kommt gerne dazu. Ja, bei Paulina, Matthias. So, da rechts steht er. Eine Zugmaschine. Größer könnte sie nicht sein. Amtliches Gewicht, darum geht es. Ihr seid zu zweit, habt den großen Vorteil, dass ihr dann dementsprechend hier auch zu zweit ziehen dürft und du bist alleine. Dann würde ich die Gewinner des jetzt ersten Wettkampfs, nämlich euch beide, bitten, bitte geht schon mal in euer Gurtzeug. Wir gehen mal gemeinsam mit rüber, wir zeigen euch das mal. Das ist mir, glaube ich, egal. Aber es geht auf Zeit und vielleicht noch mal zur Erklärung, wir sehen den LKW. Während ihr euch hier einspannen lasst, zeige ich euch das einmal hier das an der Seite. Die Hose. Hier steht der LKW. Ja. Die Narbenmitte ist entscheidend. Und das Gleiche haben wir auch auf der anderen Seite. Hinten sieht man eine weiße Linie. Und sobald diese überquert wurde, wird die Zeit genommen. Und die schnellste gewinnt. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. 8,9 Tonnen wiegt dieses Gerät, also das heißt, die ziehen jetzt hier gleich knapp 9 Tonnen hinter sich her, was beachtlich ist. Oben sitzt zur Sicherheit auch noch jemand drin, dass wenn sie zu schnell ziehen, dass sie nicht da hinten den Kollegen von der Kameraturm runterhauen, sondern dass jemand bremsen kann, also nicht, dass sie sagen, da läuft der Motor oder so. Alles reine Muskelkraft. Ihr sagt mir, wenn ihr bereit seid, und dann würde ich Heinz das Wort übergeben und Heinz gibt euch ein Startsignal. Seid ihr soweit? Und dann hören wir, wenn du sagst, freigegeben, hören wir ein Startsignal und auf das lauft ihr los. Tonnen versuchen die beiden jetzt zu ziehen. Wahnsinn. Das ist natürlich auch eine Frage der Technik, das ist klar. Da wird Raphael Vorteile haben, aber die beiden
die haben richtig Power. Evil Jared und Leonard, die geben Gas. Und gerade Leonard hat eine gute Körperhaltung. Genau so bekommst du die Kraft in die richtige Richtung. Und da vorne ist die weiße Linie auch schon zu sehen. Jetzt dürften auch so 5 Meter sein, die beiden da zurückzulegen haben. Und wenn er über die weiße Linie rollt, werden wir die Zeit anhalten. 28,25 Sekunden. Boah. Richtig gut gemacht von Evil Jared und Leonard. Ach, das ist einfach. Warte, hier, komm. Das ist so schön zu sehen, wenn man in dein Gesicht, das habe ich noch gar nicht gesehen. 28,2, das ist, glaube ich, eine relativ amtliche Zeit, würde ich sagen. Ja, ganz einfach. Geht's? Ja, ja. Man ist wärmer. Man ist wärmer. Ja. Es ist einfach aber auch so krass, weil das ist ja jetzt nicht so auf Ausdauer oder wenn man mal irgendwie Gewichtheben gemacht hat, weiß man, es ist was anderes, aber so 9 Tonnen hinter sich herziehen, von jetzt auf gleich abrufen. Ist nicht so alltäglich, ja. Ist nicht so alltäglich. Und ich würde den Truckfahrer bitten, einmal den Motor zu starten, bitte. Hallo, servus. Einmal Motor an, das Gerät zurückbringen. Das ist eine gute Zeit. Wir werden sehen, was Raphael da... Soll ich mit anheben hier? Es geht schon. Oder außer du willst... Ich will. Das sieht immer gut aus, wenn ich auch was tue hier. So. Ja. Guck mal, wir sehen da nochmal in Slow-Mo. Ja. Da seht ihr nochmal, wie ihr performt habt. Noch ein Stück zurück. Langsam, langsam und stopp. Sehr gut. Raphael. Soll ich einfach den Mund halten? Ja. Gut. Jetzt Vollgas. Das wird für den... Hilft dir das, wenn du von drinnen Applaus kriegst? Auf jeden Fall. Dann Leute, bitteschön. Anfeuern für den Sieg. 28,2. Für die Position gehen? Ja. Wenn du bist, dann auch Bescheid. Du gibst uns ein Go. Wenn du auf voller Spannung bist. Ja. Fertig! Es werden Kräfte freigesetzt. Und go! Und jetzt bin ich gespannt, ob Raphael überhaupt eine Chance haben wird. Das ist eine der anstrengendsten Disziplinen beim Strongman. Und er kommt jetzt in Schwung. Versucht das mit kleinen Schritten zu machen. Jetzt sind 10 Sekunden um und er kriegt tatsächlich Tempo drauf. Und er hat die Möglichkeit, das in 28 Sekunden zu schaffen. Komm, Junge, zieh diesen 8,9 Tonnen über die Linie. Wenn der Reifen über der Linie ist, dann wird die Zeit angehalten. Es sind 23, es sind 24, es sind 25. Er macht das. Raphael macht das. Ist das ein Monster? Ist das ein Vieh? Was haben wir für eine Zeit? 25,69 Sekunden. 3 Sekunden unterboten. Also, Berli, brauchst du was zu trinken? Ja? Haben wir ein Stück Wasser, bitte, hier. Ein Stück Wasser und ein Handtuch. Komm her. Was für eine Leistung. Wie du da losgedampft bist, Mensch. Das ist ja unfassbar. Soll ich dir hochhelfen? Geht's? Brauch einen Moment. Alle Zeit der Welt. Komm mal her. Ah, das ist schön. Einfach ein bisschen frische Luft. Was für eine unfassbare... Jetzt aber Traum. Jetzt mal. Okay, es reicht. Ich glaube, ihm geht schon wieder gut. Wahnsinn. Aber schauen Sie sich das an. Also ich finde, das ist tatsächlich der Moment, wo man sieht, hier geben die Weltbesten alles, um an den Punkt zu kommen, dass sie unsere Beginner schlagen. Das ist kein Spaß. Da ist alles drin gewesen gerade, ne? Ja. Das Ding ist... Mir liegen halt schwere LKWs noch besser. Desto schwerer, desto besser. Da kann ich halt wirklich mich schön reinlegen, schön arbeiten. Hier, das ging schon in Kraftausdauer. Also nicht mehr Kraft, sondern wirklich Schnelligkeit und alles. Das bin ich auch nicht gewohnt. Natürlich. Na klar. Das ist der entscheidende Wettkampf, den wir jetzt erleben werden. Denn es steht 1-1 nach unten. Pole Push und jetzt hier gerade den gesehenen Truck Pull. Jeder hat eine Runde für sich entscheiden können. Wir gehen alle rein. Und ich bin mehr als beeindruckt davon, was Raphael da gerade noch mal für Kräfte freigesetzt hat. Vorsicht mit dem Kopf. Das war beeindruckend. Das ist dein Applaus, Raphael. Komm dazu. Was für eine Leistung. Absurd. Lass sie feiern. Glitz, das Glitz. Aber auch von eurer Seite, ey. Ja. Dafür, dass du hier als Zuschauer hingekommen bist. Respekt, was du hier abrufst. Wir positionieren uns einmal. Wie geht's mit der Luft? Es geht wieder. Geht wieder. So langsam, ja. Unfassbar. Aber auch noch mal ganz kurz an euch beide. Ne? Genau. Wahnsinn, was ihr abgerufen habt. Und ich glaube auch von deiner Seite als Einschätzung, die sind zwar zu zweit, aber also es waren am Ende... Ich habe selten jemanden, also Anfänger gesehen, die so gut einen LKW gezogen haben. Also wirklich, ich war so begeistert gewesen. Das stimmt. Das ist wahr. Ja. Falls es eine Kritik zu dieser Show gibt, ich möchte, dass das die Überschrift wird. Vielen Dank.
Jetzt heißt es, alle Muskeln anspannen. Die alles entscheidende Runde im Strongman. Wir machen jetzt das gleiche Prinzip wie gerade eben. Der Gewinner fängt an. Wir haben hier den Reifen stehen. Wir flippen ihn so lange über, bis er auf der anderen gegenüberliegenden weißen Linie einmal exakt, ist egal wie viel, ne? Er muss nur drüber sein. Er muss in liegender Position die Linie berühren. Okay. Das heißt, wenn er jetzt so viel vor der Linie liegen bleibt, muss man komplett nochmal flippen. Und wenn er am Boden aufkommt, wird die Zeit genommen. Okay. Und das heißt, wenn er auf den Boden klatscht und nochmal hochspringt und sich dann ablegt, das ist egal. Ist egal. Hauptsache einmal berührt, dann ist vorbei. Die Linie muss berührt werden, also das auch für euch. Das heißt, nicht kurz davor, sondern lieber einmal zu viel. Wir nehmen die Zeit. Und ihr habt lieber noch einmal mehr Aufwand, aber dafür seid ihr safe, als dass ihr denkt, ihr habt's. Und dann sind es nachher die entscheidenden Sekunden, die fehlen. Du gibst uns einfach nur ein Zeichen, wann du wieder soweit bist, Raphael. Ich will dich jetzt auch nicht überstrapazieren. Handy an den Reifen. Und wenn du soweit bist, kommt dann der Countdown. Genau. Okay. Bist du soweit? Kommt ein Countdown jetzt? Fertig. Gut, du bist soweit. Das ist der alles entscheidende dritte Wettkampf. Und los geht's. Wheelflip. Und das ist eigentlich eine Paradedisziplin von German Godzilla. 375 Kilogramm rollt er hier über den Boden, über das Studio hinweg. Und das ist Wahnsinn. Das ist ein Kraftaufwand. Es sieht bei ihm so aus, als wäre das kaum ein Problem. Es ist natürlich viel aus den Beinen, viel aus dem Rücken. Und er muss noch ein-, zweimal. Ich denke jetzt rüber. Zeit, ja, ist rüber. Zeit ist genommen. 31,43. 43. Soll ich dir helfen? Ich glaube, das machen die Leute. 31,43. Du hast gerade kurz Fuck gesagt, weil der sich so weggedreht hat. Ja, ja, der anfängt zu schwanken, ist halt kacke. Ja, aber wir haben ja genau den Moment, wo er rübergeht. Das heißt, da exakt nehmen wir die Zeit. Das heißt, es ist vielleicht kacke, dass er anfängt zu schwanken, aber die exakte... Kannst du nur kurz zurückbringen, bitte? Wir machen von der anderen Seite, Gentlemen. Das heißt, ihr kommt jetzt mit mir rüber, bitte. Und dann wird rüber geflippt. Einmal aufstellen. Ganz schnell wieder zum Ruhen bringen. So wie warte ganz kurz, einen Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Ein Applaus bitte für unsere Hands. Aber der muss andersrum. Unten, oder? Wir starten von unten, oder? Wir starten von hier. Ach so. Wir starten von hier, aber das heißt, er muss andersrum. Ja. Natürlich. Tu dir nicht weh, Joko, bitte. Bitte? Nicht weh tun. Nee, nicht weh tun. Gut. So, ist okay? Jo. Sehr gut. Der Reifen steht. Ihr beide gebt uns ein Zeichen, wann es soweit ist. Ganz kurz unten testen. Die begreifen. Ja? Zu unterbietende Zeit ist 31,43. Ihr könnt auch anfassen, wenn ihr wollt, also wie es euch lieber ist. Seid ihr soweit? Hier gibt's vor. Ja. Fertig! So, jetzt müssen die beiden natürlich auch erstmal so eine Technik entwickeln. Ah. Und vielleicht ist das ja der Moment bei Lennart, wo er es ein bisschen bereut, dass er diese verrückten Sachen hier mitmacht. Aber die sind gut mit dabei. 12 Sekunden sind um. 31,43 Sekunden gilt es zu schlagen. Komm. Und eben Jared Beist und Lennart ebenfalls. Und das kostet Zeit, wenn der Reifen natürlich da hochbreit. Sie müssen ihn noch einmal hier rüber fuchten. Das könnte der Sieg sein. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg für die Beginner, für Lennart und eben Jared. 64,74 hat gewonnen. Oh!